Der Mythos der Geisteskrankheit. Im Mittelpunkt praktisch aller heutigen psychiatrischen Theorien und Verrichtungen steht das Konzept der Geisteskrankheit, dessen kritische Untersuchung daher unumgänglich ist, wenn wir die Gedanken, Einrichtungen und Eingriffe der Psychiater verstehen wollen. Ich möchte in diesem Essay die Frage aufwerfen, ob es ein solches Ding wie Geisteskrankheit gibt und darlegen, dass dem eben nicht so ist. Natürlich ist Geisteskrankheit kein Ding oder Objekt im physikalischen Sinne und daher nur in der gleichen Weise existent wie andere theoretische Konzepte. Doch in der Sicht derjenigen, die an sie glauben, gewinnen Theorien mit großer Wahrscheinlichkeit früher oder später den Anschein objektiver Wahrheiten oder Tatsachen. Bestimmte Geschichtsepochen fassten erklärende Konzepte wie Gottheiten, Hexen und Instinkte nicht nur als Theorien, sondern als selbstverständliche, offenkundige Ursachen zahlloser Ereignisse auf. Heute wird die Geisteskrankheit so betrachtet, das heißt als Ursache einer Unmenge verschiedener Ereignisse. Als Gegengift gegen den selbstgefälligen Gebrauch, den man heute von der Auffassung der Geisteskrankheit als einer selbstverständlichen Erscheinung, Theorie oder Ursache macht, sei die Frage gestellt: Was ist gemeint, wenn behauptet wird, jemand sei geisteskrank? In diesem Essay werde ich beschreiben, wozu das Konzept der Geisteskrankheit hauptsächlich verwendet wird und zeigen, dass dieser Wahnsinnsbegriff irgendwelchen kognitiven Nutzen, den er früher vielleicht einmal hatte, längst überlebt hat und jetzt nur noch als ein Mythos fungiert. Der Vorstellungskomplex Geisteskrankheit stützt sich überwiegend auf Phänomene wie Gehirnsyphilis oder deliriöse Zustände. Beispielsweise Vergiftungen, bei denen Personen bestimmte Denk- und Verhaltensstörungen zeigen können. Korrekt gesprochen sind das aber Erkrankungen des Gehirns, nicht des Geistes. Einer Denkschule zufolge gehören sämtliche sogenannten Geisteskrankheiten zu diesem Typus. Dabei wird von der Annahme ausgegangen, dass man schließlich einen neurologischen Schaden finden werde, vielleicht einen ganz subtilen, der alle die Denk- und Verhaltensstörungen erklären würde. Viele heutige Ärzte, Psychiater und andere Wissenschaftler vertreten diese Ansicht, die letztendlich besagt, dass die Schwierigkeiten der Menschen nicht durch widerstreitende persönliche Bedürfnisse, Meinungen, soziale Ansprüche, Werte und dergleichen mehr verursacht werden können. Diese Schwierigkeiten, ich meine, wir können sie einfach Lebensprobleme nennen, werden damit auf physikalisch-chemische Prozesse zurückgeführt, die die medizinische Forschung im Laufe der Zeit sicher entschleiern und zweifellos korrigieren werden. Also wären geistig-seelische Störungen im Grunde dasselbe wie andere Krankheiten. Nach dieser Anschauung besteht zwischen psychischer und physischer Krankheit überhaupt nur ein Unterschied. Erstere befällt das Gehirn und manifestiert sich in psychischen Symptomen, letztere befällt andere Organsysteme, zum Beispiel Haut, Leber und so weiter. Und manifestiert sich in Symptomen, die jenen Körperteilen zuzuordnen sind. Meines Erachtens fußt diese Ansicht auf zwei fundamentalen Irrtümern. Zunächst einmal ist ein Gehirnleiden analog einer Haut- oder Knochenerkrankung ein neurologischer Defekt, kein Lebensproblem. Beispielsweise könnte man einen Defekt im Sehfeld eines Menschen erklären, indem man ihn mit bestimmten Schäden im Nervensystem in Wechselbeziehung bringt.
Andererseits kann man den Glauben eines Menschen, sei es einer an das Christentum, den Kommunismus oder daran, dass seine inneren Organe zerfallen und sein Körper bereits tot ist, eben nicht mit einem Defekt oder einer Erkrankung des Nervensystems erklären. Exegesen derartiger Vorkommnisse müssen, vorausgesetzt, dass man sich für den Glauben selbst interessiert und ihn nicht einfach als ein Symptom oder einen Ausdruck von etwas anderem, aufregenderem betrachtet, anderswo ansetzen. Der zweite Irrtum ist epistemologischer Natur. Er besteht darin, Kommunikation über uns selbst und die uns umgebende Welt als Symptome neurologischer Funktionsabläufe zu deuten. Es handelt sich also nicht um einen Irrtum in der Beobachtung oder Beweisführung, sondern in der Organisation und im Ausdruck von Wissen. Im vorliegenden Fall liegt der Irrtum darin, dass psychische und physische Symptome dualistisch aufgefasst werden. Ein Dualismus, der eine sprachliche Angewohnheit ist und nicht das Resultat bekannter Beobachtungen. Prüfen wir, ob das stimmt. Wenn wir in der medizinischen Praxis von psychischen Störungen sprechen, meinen wir entweder Zeichen, zum Beispiel Fieber, oder Symptome, zum Beispiel Schmerzen. Wir sprechen andererseits von mentalen Symptomen, wenn wir die Mitteilungen eines Patienten über sich selbst, über andere und überhaupt die ihn umgebende Welt meinen. Der Patient mag behaupten, er sei Napoleon oder er werde von den Kommunisten verfolgt. Geistig-seelische Symptome würde daran nur ein Beobachter sehen, der fest glaubt, dass der Patient nicht Napoleon ist und auch nicht von den Kommunisten verfolgt wird. Daran wird sichtbar, dass die Feststellung X ist ein mentales Symptom, eine Bewertung einschließt und damit einen verdeckten Vergleich zwischen den Ideen, Vorstellungen oder Überzeugungen des Patienten und denen des Beobachters und der Gesellschaft, in der sie leben. Geistig-seelisches Symptom als Begriff ist daher unlösbar an den sozialen und zumal den ethischen Kontext gebunden, indem er erscheint, genau wie der Gedanke des körperlichen Symptoms an einen anatomischen und genetischen Zusammenhang geknüpft ist. Fassen wir zusammen. Für diejenigen, welche mentale Symptome als Anzeichen einer Gehirnkrankheit betrachten, ist das Geisteskrankheitskonzept überflüssig und irreführend. Wenn Sie meinen, dass als geisteskrank bezeichnete Personen an einer Gehirnkrankheit leiden, wäre es um der Klarheit willen besser, eben das und nichts anderes zu sagen. Der Begriff Geisteskrankheit wird auch ausgiebig dazu benutzt, etwas zu beschreiben, was sich von einer Gehirnerkrankung erheblich unterscheidet. Heute gilt es vielen Menschen als Binsenweisheit, dass das Leben eine aufreibende Sache ist. Seine Härten, sein Ungemach ergeben sich für den modernen Menschen aber weniger aus dem Kampf ums biologische Überleben, als vielmehr aus den Stress- und Belastungserfahrungen im sozialen Miteinander vielschichtiger menschlicher Persönlichkeiten. In diesem Zusammenhang wird mit dem Begriff Geisteskrankheit ein Zug der sogenannten Persönlichkeit eines Individuums identifiziert oder beschrieben und demgemäß in der Geisteskrankheit sozusagen einer Missbildung der Persönlichkeit die Ursache menschlicher Disharmonie gesehen. Diese Auffassung setzt stillschweigend voraus, dass der soziale Verkehr zwischen Menschen als etwas inhärent Harmonisches zu begreifen sei, dessen Störung ausschließlich auf das Auftreten von Geisteskrankheit bei vielen Menschen zurückgeht. Aber diese Logik ist eindeutig falsch, denn sie macht die Abstraktion
Geisteskrankheit zu einer Ursache bestimmter menschlicher Verhaltensformen, für die sie ursprünglich nur als Kurzbegriff hatte dienen sollen. Also müssen wir jetzt fragen, wer betrachtet welche Arten von Verhalten als Anzeichen für Geisteskrankheit? Der Begriff Krankheit, ob körperliche oder geistige, meint eine Abweichung von einer klar definierten Norm. Im Falle einer physischen Krankheit setzt die strukturelle und funktionelle Unversehrtheit des menschlichen Körpers die Norm. Wiewohl der Wunsch nach körperlicher Gesundheit an sich ein ethischer Wert ist, können wir in anatomischen und physiologischen Begriffen aussagen, was Gesundheit ist. Worin besteht die Norm, von der abzuweichen, als Geisteskrankheit gilt? Diese Frage lässt sich nicht leicht beantworten. Doch was immer die Norm sein mag, eines ist sicher. Sie muss in den Begriffen psychosozialer, ethischer und rechtlicher Konzeptionen ausgedrückt werden. Ein Beispiel. Begriffe wie exzessive Repression und Ausleben eines unbewussten Impulses zeigen, wie mit psychologischen Konzepten ein Urteil über die sogenannte Geisteskrankheit oder Geistesgesundheit gefällt wird. Der Gedanke, dass chronische Feindseligkeit oder Rachsucht oder eine Scheidung auf Geisteskrankheit hinweisen, macht deutlich, wie hier ethische Normen, nämlich die Erwünschtheit von Liebe, Freundlichkeit und stabiler Ehe, benutzt werden. Und letztlich illustriert die weit verbreitete psychiatrische Auffassung, nur ein Geistesgestörter würde einen Mord verüben, wie ein Rechtsbegriff zu einer Norm der geistig-seelischen Gesundheit gerinnt. Kurzum, wenn man von Geisteskrankheit spricht, ist die Norm, an der die Abweichung gemessen wird, ein psychosozialer und ethischer Richtwert. Und dennoch sucht man, dem mit medizinischen Mitteln beizukommen, wobei man hofft und annimmt, dass diese von großen ethischen Wertunterschieden frei seien. Daraus erwächst der ernste Konflikt zwischen der Definition der Störung und den Begriffen, in denen Abhilfe gesucht wird. Die praktische Bedeutung dieses verdeckten Konflikts zwischen der angeblichen Natur des Schadens und dem tatsächlichen Heilmittel lässt sich kaum überbewerten. Nachdem wir die Normen zur Messung von Abweichungen bei Geisteskrankheit identifiziert haben, wenden wir uns der Frage zu, wer die Normen und damit die Abweichung definiert. Ich biete zwei grundsätzliche Antworten an. Erstens könnte die Person, das heißt der Patient, selbst zu dem Schluss kommen, dass er, sie von einer Norm abweiche. Zum Beispiel könnte ein Künstler gegen eine vermeintliche Arbeitshemmung, Schaffensunlust, etwas unternehmen wollen und von sich aus bei einem Psychotherapeuten Rat suchen. Zweitens könnten andere, zum Beispiel Verwandte, Ärzte, Rechtsinstanzen, die Allgemeinheit, befinden, dass der Patient vom Normalmaß abweicht, und andere als er könnten dann einen Psychiater beauftragen, mit ihm als Patienten etwas zu tun, um die Abweichung zu korrigieren. Diese Überlegungen unterstreichen die Bedeutung der Frage, in wessen Auftrag handelt der Psychiater? Und die Notwendigkeit, sie klar und offen zu beantworten. Der Psychiater oder der nicht-medizinische Psychohygiene-Werker kann der Beauftragte des Patienten, der Angehörigen, der Schule, des Militärs, einer Geschäftsorganisation, eines Gerichtshofes und so weiter sein.
wenn vom Psychiater als dem Beauftragten dieser Person oder Organisation die Rede ist, wird nicht vorausgesetzt, dass seine moralischen Wertbegriffe oder Ideen oder Vorstellungen von den geeigneten Heilmaßnahmen sich genau mit denen seines Auftraggebers decken müssen. So kann zum Beispiel ein Patient in der Individualpsychotherapie seine Rettung in einer neuen Heirat erblicken. Aber diese Hypothese muss sein Psychotherapeut keineswegs beipflichten. Als Beauftragter des Patienten allerdings soll er weder mit sozialen noch mit rechtlichen Druckmitteln versuchen, den Patienten an der Verwirklichung seiner Absichten zu hindern. Wenn er einen Vertrag mit dem Patienten geschlossen hat, mag Psychiater, Psychotherapeut anderer Meinung sein als der Patient oder die Behandlung abbrechen, aber er darf keinen anderen hinzuziehen oder beauftragen, die Aspirationen seines Patienten zu durchkreuzen. Nicht minder gilt, wenn ein Psychiater vor einem Gericht zur Begutachtung der Geistesgesundheit eines Missetäters verpflichtet wird, braucht er die Wertbegriffe und Absichten der Rechtsinstanzen bezüglich des Verbrechens nicht zu teilen und auch nicht für die Mittel zu sein, deren Anwendung man in seinem Fall für angemessen hält. Nicht minder gilt, wenn ein Psychiater vor einem Gericht zur Begutachtung der Geistesgesundheit eines Missetäters verpflichtet wird, braucht er die Wertbegriffe und Absichten der Rechtsinstanzen bezüglich des Verbrechers nicht zu teilen und auch nicht für die Mittel zu sein, deren Anwendung man in seinem Fall für angemessen hält. Aber ein solcher Psychiater kann nicht dem Angeklagten geistige Gesundheit bescheinigen und zugleich die Gesetzgeber für geisteskrank erklären, weil sie eine Bestimmung geschaffen haben, die des straffälligen Handlung als Missetat definiert. Denkbar wäre eine solche Stellungnahme natürlich, nur eben nicht in einem Gerichtssaal und nicht aus dem Munde eines Psychiaters, der dort anwesend ist, um dem Gericht sein Tagespensum bewältigen zu helfen. Ich wiederhole, in der gegenwärtigen sozialen Praxis fußt der Befund der Geisteskrankheit auf der Feststellung, dass der Betreffende in seinem Verhalten von bestimmten psychosozialen, ethischen oder rechtlichen Normen abweicht. Das Urteil kann hier wie in der Medizin vom Patienten, vom Arzt, Psychiater oder von anderen abgegeben werden. Heilmaßnahmen schließlich werden meist in einem therapeutischen oder verdeckt medizinischen Rahmen angestrebt. So entsteht eine Situation, in der behauptet wird, dass sich Abweichungen von psychosozialen, ethischen und rechtlichen Normen durch die medizinische Verrichtung korrigieren ließen. Da medizinische Eingriffe nur zur Lösung medizinischer Probleme gedacht sind, ist eine logisch absurde Hoffnung, sie könnten Probleme lösen, helfen, deren Vorhandensein auf einer nicht-medizinischen Grundlage definiert und ermittelt wurde. Da medizinische Eingriffe nur zur Lösung medizinischer Probleme gedacht sind, ist es eine logisch absurde Hoffnung, sie könnten Probleme lösen, helfen, deren Vorhandensein auf einer nicht-medizinischen Grundlage definiert und ermittelt wurde. Alles, was Menschen tun, steht im Gegensatz zu dem, was ihnen widerfährt, in einem Wertkontext. Daher enträt kein menschliches Tun moralischer Implikation. Wenn die Wertbasis bestimmter Handlungen breite Zustimmung hat, verliert diejenigen, die sich ihr verpflichtet fühlen, sie völlig aus dem Blick. Die Medizin umfasst als reine Wissenschaft, Beispiel Forschung, wie auch als angewandte Wissenschaft, Beispiel Therapie, viele ethische Erwägungen und Urteile,
Nur werden diese unseligerweise oft geleugnet, unterschätzt oder vernebelt. Denn als Ideal streben die medizinische Profession und die Menschen, denen sie dient, ein offensichtlich wertfreies medizinisches Versorgungssystem an. Diese sentimentale Auffassung drückt sich unter anderem in der Bereitschaft des Arztes aus, Patienten ohne Rücksicht auf ihre religiösen oder politischen Anschauungen zu behandeln. Aber mit solchen Behauptungen wird nur verschleiert, was für ein riesiges Spektrum menschlicher Angelegenheiten in den Bereich der ethischen Überlegungen gehört. Dass die medizinische Praxis in einigen spezifisch moralischen Wertfragen wie Rasse oder Geschlecht neutral bleibt, muss nicht bedeuten und bedeutet auch tatsächlich nicht, dass sie es in anderen wie Schwangerschaftskontrolle oder Regelung des geschlechtlichen Umgangs ebenfalls sein kann. Somit werfen Geburtsregelung, Abtreibung, Homosexualität, Suizid und Euthanasie weiterhin gravierende Probleme der medizinischen Ethik auf. Die Psychiatrie ist mit ethischen Problemen viel enger verschwistert als die Medizin im Allgemeinen. Unter Psychiatrie verstehe ich hier die heutige Disziplin, die sich mit Lebensproblemen und nicht mit den zur Neurologie gehörenden Gehirnerkrankungen befasst. Schwierigkeiten in den menschlichen Beziehungen können nur in einzelnen sozialen und ethischen Kontexten zergliedert, gedeutet und sinnvoll gewertet werden. Dementsprechend beeinflussen die sozialethischen Orientierungen des Psychiaters sein Urteil bezüglich dessen, was mit dem Patienten nicht stimme, was des Kommentars oder der Interpretation bedürfe, in welchen Richtungen eine Änderung wünschenswert sei und dergleichen mehr. Selbst in der Schulmedizin spielen diese Faktoren eine Rolle, was sich an den religiös bestimmten Auffassungsunterschieden bei Ärzten in Fragen wie Geburtenregelung und therapeutischer Abort veranschaulichen lässt. Kann wirklich jemand glauben, dass die Vorstellungen eines Psychiaters von religiösen, politischen und ähnlichen Dingen in seiner praktischen Arbeit keine Rolle spielen? Und wenn sie es tun, erhebt sich die Frage, was daraus folgt. Wäre es nicht eine ganz vernünftige Lösung, verschiedene psychiatrische Therapien zu haben, deren jede für die von ihr verkörperte ethische Position zuständig und anerkannt ist, als beispielsweise für Katholiken und Juden, Gläubige und Atheisten, Demokraten und Kommunisten, Chauvinisten der weißen Hautfarbe und Neger und so weiter. In der Tat, wenn wir uns einmal anschauen, wie heute zumal in den Vereinigten Staaten Psychiatrie betrieben wird, stellen wir fest, dass die von den Menschen gewünschten und ihnen verabfolgten psychiatrischen Eingriffe sich mehr nach ihrem sozioökonomischen Status und ihren Moralanschauungen als nach der Geisteskrankheit richten, an der sie vorgeblich leiden. Diese Tatsache ist im Grunde nicht überraschender als die, dass praktizierende Katholiken selten Abtreibungskliniken frequentieren und Anhänger der christlichen Wissenschaft, Christian Science, kaum zum Psychoanalytiker gehen. Die oben umrissene Position, nach der Psychotherapeuten heute es mit Lebensproblemen zu tun haben, nicht mit Geisteskrankheiten und deren Heilung, befindet sich im scharfen Gegensatz zu der gegenwärtigen herrschenden Auffassung, der Psychiater behandle Geisteskrankheiten, die genauso real und objektiv vorhanden sind wie körperliche Leiden. Nun haben aber die Vertreter der letztgenannten Anschauung, wie ich meine, keinerlei Beweise für die Richtigkeit ihrer Behauptungen, die im Grunde eine Art von psychiatrischer Propaganda ist. Sie wollen in der Volksmeinung ein für alle Mal die Überzeugung verankern, dass Geisteskrankheit eine Leidensganzheit ähnlich einer Infektion
oder Malignität sei. Wenn das stimmt, könnte man eine Geisteskrankheit erwischen oder bekommen. Sie haben oder beherbergen sie auf andere, übertragen und sie schließlich loswerden. Für diesen Gedanken spricht nun nicht der Schimmer eines Augenscheins, im Gegenteil. Alle Indizien deuten in die entgegengesetzte Richtung und stützen die Auffassung, dass das, was heute volkstümlich Geisteskrankheit heißt, in den meisten Fällen Kommunikationen sind, die unannehmbare Gedanken oft im Gewande einer ungewöhnlichen Sprache ausdrücken. Wir können hier nicht die Ähnlichkeit und Unterschiede zwischen körperlichen und geistig-seelischen Krankheiten erörtern und wollen es mit dem nachdrücklichen Hinweis bewenden lassen, dass der Begriff körperliche Krankheit physikalisch-chemische Erscheinungen meint, für die es ohne Belang ist, ob sie an die Öffentlichkeit gezogen werden oder nicht, wohingegen der Begriff Geisteskrankheit soziopsychologische Ereignisse bezeichnet, auf die sich Publizität in einem ganz entscheidenden Maße auswirkt. So erklärt sich, dass der Psychiater einen Trennungsstrich zwischen sich und der von ihm beobachteten Person nicht ziehen kann und auch nicht zieht, während der Pathologe es kann und oft tut. Der Psychiater ist einem Bilde dessen verpflichtet, was er für Realität hält, sowie dem Begriff, den die Gesellschaft nach seiner Ansicht von der Realität hat, und er beobachtet und beurteilt das Verhalten des Patienten im Lichte dieser Anschauung. Schon der Begriff psychisches Symptom oder Geisteskrankheit schließt daher einen uneingestandenen Vergleich ein und oft einen verdeckten Konflikt zwischen Beobachter und Beobachtendem, zwischen Psychiater und Patienten. So offenkundig diese Tatsache ist, so sehr bedarf sie neuerlicher Beachtung, wenn man, wie ich, der herrschenden Neigung, die moralischen Aspekte der Psychiatrie zu leugnen und durch angebliche, wertfreie medizinische Konzeptionen und Eingriffe zu ersetzen, entgegenwirken will. Weiterhin wird also Psychotherapie betrieben, als ob sie nur eines zur Folge hätte, nämlich die Genesung des Patienten von seiner Geisteskrankheit. Das heißt, die Wiederherstellung seiner geistig-seelischen Gesundheit. Man sieht zwar allgemein, dass Geisteskrankheit etwas mit den sozialen oder interpersonalen Beziehungen des Menschen zu tun hat, behauptet aber paradoxerweise zugleich, dass Wert, also Moral, Probleme in diesem Prozess nicht auftauchen. Freud selbst ging so weit zu behaupten, ich betrachte das Moralische als etwas Selbstverständliches. Ich habe eigentlich nie etwas Gemeines getan. Das ist eine fürwahr erstaunliche Aussage, zumal eines Mannes, der den Menschen als soziales Wesen so gründlich studiert hatte wie Freud. Ich will an ihr aufzeigen, wie der Begriff der Krankheit in der Psychoanalyse, Psychopathologie oder Geisteskrankheit von Freud und den meisten seiner Anhänger benutzt wurde, um bestimmte Verhaltensformen des Menschen als Gegenstand der Medizin einzustufen und sie damit per Machtspruch aus dem Bereich der Ethik herauslösen. Nichtsdestoweniger bleibt es eine Tatsache, dass sich ein großer Teil der Psychotherapie in einem gewissen Sinne um nichts anderes dreht, als um das Erläutern und Abwägen von Zielen und Werten, von denen viele aneinander widersprechen können, sowie der Mittel, mit denen sie sich am besten harmonisieren, verwirklichen oder ausschalten lassen. Da das Spektrum der menschlichen Werte und der zu ihrer Realisierung verfügbaren Methoden so unerhört breit ist und da viele solcher Ziele und Mittel einfach nicht zugegeben werden, sind Wertkonflikte die hauptsächliche Konfliktquelle der menschlichen Beziehungen.
In der Tat bekräftigen wir nur das Offenkundige, wenn wir sagen, dass menschliche Beziehungen aller Ebenen, von der Mutter zum Kind, über Gatte und Gattin bis zu Nation und Nation, mit Stress, Spannung und Disharmonie belastet sind. Doch was auf der Hand liegt, braucht deswegen noch nicht gut verstanden worden zu sein. Und das trifft meines Erachtens hierzu. Denn wie mir scheint, haben wir in unseren wissenschaftlichen Verhaltenstheorien versäumt, die einfache Tatsache zu akzeptieren, dass menschliche Beziehungen der inneren Natur nach mit Schwierigkeiten befrachtet sind und dass es viel Geduld und harte Arbeit erfordert, sie auch nur verhältnismäßig harmonisch zu gestalten. Nach meiner Überzeugung wird mit dem Gedanken der Geisteskrankheit heute die Vernebelung gewisser Schwierigkeiten betrieben, die gegenwärtig im sozialen Miteinander von Menschen wurzeln mögen, aber dabei nicht unveränderlich sein müssen. Wenn das zutrifft, dient das Konzept als Tarnung, als Maske. Statt die Aufmerksamkeit auf einander widersprechende menschliche Bedürfnisse, Ansprüche und Werte zu lenken, liefert das Konzept der Geisteskrankheit als Erklärung für Lebensprobleme ein amoralisches, unpersönliches Etwas. Eine Krankheit. Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang daran, dass man vor noch gar nicht allzu langer Zeit Teufeln und Hexen die Schuld an Lebensproblemen der Menschen zuschob. Der Glaube an die Geisteskrankheit als nicht identisch mit den Schwierigkeiten des Menschen beim Zusammenraufen mit seinen Mitmenschen ist der rechte Erbe des Dämonen- und Hexenglaubens. Geisteskrankheit ist real oder existiert mithin in genau dem Sinne, in dem Hexen existierten oder real waren. Mit meiner Behauptung, dass Geisteskrankheiten nicht existieren, impliziere oder meine ich freilich nicht, dass auch die sozialen und psychologischen Vorkommnisse, die mit diesem Etikett versehen werden, nicht existieren. Wie die persönlichen und sozialen Schwierigkeiten der Menschen des Mittelalters sind die heutigen menschlichen Probleme nur allzu wirklich. Mir geht es hier indessen um die Etiketts, die wir ihnen anheften, und um die Frage, was wir nach erfolgter Etikettierung mit ihnen anfangen. Aus der dämonologischen Sicht der Lebensprobleme erwuchs Therapie nach theologischen Richtlinien. Heute bedeutet, nein, erfordert, der Glaube an die Geisteskrankheit Therapie nach medizinischen oder psychotherapeutischen Richtlinien. Ich will hier weder eine neue Auffassung von psychiatrischer Krankheit noch eine neue Form der Therapie anregen. Mein Ziel ist bescheidener und zugleich ehrgeiziger, nämlich der Vorschlag, die heute als Geisteskrankheiten bezeichneten Phänomene einer neuerlichen Betrachtung zu unterziehen, sie noch einfacher aus der Kategorie Krankheiten herauszunehmen und als Ausdrucksform des Ringens des Menschen mit dem Problem, wie er leben sollte, zu sehen. Dieses Problem ist offenkundig ein ungeheures und spiegelt in seinem Umfang nicht nur die Unfähigkeit des Menschen, mit seiner Umwelt zurechtzukommen, sondern darüber hinaus auch seine zunehmende Neigung zur Nabelschau. Mit Lebensproblemen meine ich also jene explosive Kettenreaktion, die mit dem Sündenfall des Menschen begann, als er die Frucht vom Baume der Erkenntnis aß. Die Selbst- und Umwelterkenntnis des Menschen scheint sich ständig zu erweitern und zieht eine immer größer werdende Last des Verstehens nach sich. Diese Last ist zu erwarten und sollte nicht falsch gedeutet werden. Wir können sie uns nur durch ein einziges rationales Mittel erleichtern. Durch mehr Verständnis und durch angemessenes Handeln auf der Grundlage solchen Verständnisses.
die hauptsächliche Alternative besteht darin, so zu handeln, als sei die Bürde nicht das, was wir de facto in ihr sehen, und uns in eine überlebte theologische Sicht des Menschen zu flüchten. In einer solchen Sicht gestaltet der Mensch sein Leben und große Teile seiner Umwelt nicht, sondern lebt in einer von höheren Wesen geschaffenen Welt nur sein Geschick aus. Die logische Folge davon könnte sein, dass angesichts anscheinend unermesslicher Probleme und unüberwindlicher Schwierigkeiten einfach Nichtverantwortlichkeit vorgeschützt wird. Doch wenn der Mensch für seine Handlung nicht individuell wie auch kollektiv mit einem wachsenden Maß an die Verantwortung einsteht, dann wird es unwahrscheinlich, dass irgendeine höhere Macht oder ein höheres Wesen diese Aufgabe übernehmen, diese Last für ihn tragen werde. Darüber hinaus scheint es gerade in der gegenwärtigen Phase der menschlichen Geschichte nicht sonderlich angebracht, die Frage der Verantwortlichkeit des Menschen für seine Handlungen zu verschleiern, indem man sie unter den Rocksaum einer alles erklärenden Vorstellung von der Geisteskrankheit verbirgt. Ich habe zu zeigen versucht, dass der Begriff Geisteskrankheit den Nutzen, den er früher einmal gehabt haben mag, überlebt hat und jetzt als ein Mythos fungiert. Als solcher ist er der rechtmäßige Nachfolger religiöser Mythen allgemein und des Hexenglaubens im Besonderen. Diese Glaubenssysteme sollten als Beruhigungsmittel wirken und die Hoffnung nähren, dass durch symbolisch-magische Ersatzhandlungen bestimmte Probleme gemeistert werden können. Somit erfüllt das Konzept der Geisteskrankheit in der Hauptsache den Zweck, die alltägliche Tatsache zu vernebeln, dass das Leben für die meisten Menschen ein fortgesetzter Kampf nicht um das biologische Fortbestehen, sondern um einen Platz an der Sonne, um Seelenfrieden oder irgendwelche anderen Werte ist. Wenn das Bedürfnis nach der Erhaltung des Körpers und vielleicht der Rasse befriedigt ist, erhebt sich für den Menschen die Frage nach der persönlichen Orientierung. Was soll er mit sich beginnen? Wofür leben? Das Festhalten am Mythos der Geisteskrankheit erlaubt es Menschen, sich diesem Problem nicht zu stellen. Und dies in dem Glauben, dass geistige Gesundheit, aufgefasst als Nichtvorhandensein von Geisteskrankheit, automatisch die richtigen und sicheren Entscheidungen in der Lebensführung gewährleiste. Dabei besagen die Tatsachen genau das Gegenteil. Klug sich entscheiden im Leben, das erscheint den Menschen rückblickend als ein Beweis für gute geistige Gesundheit. Wenn ich Geisteskrankheit als einen Mythos bezeichne, sage ich damit nicht, dass es Mangel an persönlichem Glück oder sozial abweichendes Verhalten nicht gäbe, sondern lediglich, dass wir sie auf unser eigenes Risiko als Krankheiten einstufen. Der Ausdruck Geisteskrankheit ist eine Metapher, die wir mittlerweile fälschlich für eine Tatsache halten. Wir nennen menschlich körperlich krank, wenn etwas in ihrem Körperfunktionen bestimmte anatomische und physiologische Normen verletzt. Ebenso nennen wir Menschen geisteskrank, wenn ihr persönliches Verhalten gegen bestimmte ethische, politische und soziale Normen verstößt. Dies erklärt, warum bei so vielen geschichtlichen Figuren, von Jesus bis Fidel Castro, von Hiob bis Hitler, dieses oder jenes psychiatrische Leiden diagnostiziert worden ist. Und letztlich ermutigt uns der Mythos der Geisteskrankheit zum Glauben an seine logische Folge, das heißt daran, dass der soziale Umgang der Menschen miteinander harmonisch, befriedigend und die zuverlässige Grundlage eines guten Lebens wäre, wenn es nicht die störenden Einflüsse der Geisteskrankheit
oder Psychopathologie gäbe. Nun ist aber das universelle Menschenglück zumindest in dieser Form nur ein weiteres Beispiel für reines Wunschdenken. Ich glaube, dass menschliche Glücklichsein, menschliches Wohlbefinden möglich ist, und zwar nicht nur für ein paar Auserwählte, sondern in einem bislang unvorstellbaren Umfang. Das lässt sich aber nur erreichen, wenn viele Menschen, nicht nur einige wenige, bereit und fähig sind, ihre ethischen, persönlichen und sozialen Konflikte ins Auge zu fassen und tapfer anzupacken. Dies verlangt den Mut und die Integrität zum Verzicht auf Kämpfe an falschen Fronten und auf das Suchen nach Lösungen für Ersatzprobleme, zum Beispiel darauf, sich mit seiner Magenübersäuerung und chronischen Müdigkeit herumschlagen zu müssen, statt sich einem Ehekonflikt zu stellen. Unsere Widersacher sind keine Dämonen, keine Hexen, Schicksalsmächte oder Geisteskrankheiten. Wir haben keinen Feind, den wir bekämpfen, exorzieren oder mit einer Kur verjagen könnten. Was wir haben, sind Lebensprobleme, seien sie biologischer, wirtschaftlicher, politischer oder sozialpsychologischer Art. Ich habe mich in diesem Essay nur mit den Problemen der zuletzt genannten Kategorie und innerhalb dieser Gruppe hauptsächlich mit denen beschäftigt, die für moralische Wertbegriffe von Belang sind. Das Feld, dem sich die moderne Psychiatrie widmet, ist weit und ich erhebe keinen Anspruch, es ganz erfasst zu haben. Mein Argument beschränkt sich auf die Behauptung, dass Geisteskrankheit ein Mythos ist, der die bittere Pille moralischer Konflikte in den menschlichen Beziehungen umkleiden und uns dadurch versüßen soll.